jetzt nochmal bei der Besuch, meine Damen und Herren, einen Gruß zur Sitzung des Wirtschaftspolitischen Ausschusses des Wirtschaftsbeirates Bayern. Wir haben heute einen sehr prominenten Gast, Ferdinand Kirchhoff, Sagittaria Kirchhöfe, wie Sie wissen. Der Bruder Paul war schon da, der Enkel war auch schon hier und in leitender Funktion und jetzt halt Ferdinand Kirchhoff. Ferdinand Kirchhoff ist eine große Nummer in der Jura. Er war Vorsitzender des ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts und das ist der eigentlich für allgemeine Belange wichtigere und bedeutendere Senat. Er hat den Vorsitz gehabt für eine große Zahl von wichtigen Gremien. So war er Vorsitzender der Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer und er war Dekan seiner Fakultät. Er hat immer noch den Jean Monnet Chair der EU für European Fiscal Law inne. Das ist eine große Ehre und Auszeichnung, die ihn dabei unterstützt, dass er europäisches Steuerrecht in das Curriculum der Juristen in Deutschland einführt und dieses Thema auch weiter betreibt. Er hatte Lehrtätigkeiten in Saarbrücken, München, Speyer und Lübingen, aber die meiste Zeit war er ordentlicher Professor und ist ja auch ordentlicher Professor, wenn man so will, in Tübingen, obwohl er jetzt emeritiert ist. Er hat ein riesiges Oeuvre, über das ich hier gar nicht berichten kann. Es sind 15 Monographien allein. Das ist eine Menge. Die muss man erst einmal schreiben und alles wichtige Beiträge. 93 Buchbeiträge und 75 Zeitschriftenbeiträge, dann noch viele andere Beiträge. Also es ist ein viele Seiten langes Oeuvre. Hier steht nicht irgendwer, sondern hier steht eben auch eine wissenschaftliche Kapazität. Und dass er uns heute zu dem provokanten Thema vortragen möchte, dürfen wir sagen, was wir wollen oder müssen wir äußern, was andere erwarten, das könnte aktueller nicht sein. Ich darf Sie hier verweisen auf jetzt nochmal bei der Besuch, meine Damen und Herren, einen Gruß zur Sitzung des Wirtschaftspolitischen Ausschusses des Wirtschaftsbeirates Bayern. Wir haben heute einen sehr prominenten Gast, Ferdinand Kirchhoff, Sagittaria Kirchhöfe, wie Sie wissen. Der Bruder Paul war schon da, der Enkel war auch schon hier und in leitender Funktion und jetzt halt Ferdinand Kirchhoff. Ferdinand Kirchhoff ist eine große Nummer in der Jura. Er war Vorsitzender des ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts und das ist der eigentlich für allgemeine Belange wichtigere und bedeutendere Senat. Er hat den Vorsitz gehabt für eine große Zahl von wichtigen Gremien. So war er Vorsitzender der Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer und er war Dekan seiner Fakultät. Er hat immer noch den Jean Monnet Chair der EU für European Fiscal Law inne. Das ist eine große Ehre und Auszeichnung, die ihn dabei unterstützt, dass er europäisches Steuerrecht in das Curriculum der Juristen in Deutschland einführt und dieses Thema auch weiter betreibt. Er hatte Lehrtätigkeiten in Saarbrücken, München, Speyer und Lübingen, aber die meiste Zeit war er ordentlicher Professor und ist ja auch ordentlicher Professor, wenn man so will, in Tübingen, obwohl er jetzt emeritiert ist.
Er hat ein riesiges Oeuvre, über das ich hier gar nicht berichten kann. Es sind 15 Monographien allein. Das ist eine Menge. Die muss man erst einmal schreiben und alles wichtige Beiträge. 93 Buchbeiträge und 75 Zeitschriftenbeiträge, dann noch viele andere Beiträge. Also es ist ein viele Seiten langes Oeuvre. Hier steht nicht irgendwer, sondern hier steht eben auch eine wissenschaftliche Kapazität. Und dass er uns heute zu dem provokanten Thema vortragen möchte, dürfen wir sagen, was wir wollen oder müssen wir äußern, was andere erwarten, das könnte aktueller nicht sein. Das ist jedenfalls eine Studie von Allensbach und Medientenor zur freien Meinungsäußerung. Jetzt kommt der Fachmann. Und da sind eben Fragen gestellt worden seit 1990, seit der Deutschen Vereinigung an die deutsche Bevölkerung. Sind Sie der Meinung, dass man in Deutschland frei reden kann? Das waren direkt im Jahre 1990 78% und inzwischen sind es nur noch 40% der Befragten, also noch nicht einmal die Hälfte. Und umgekehrt die Frage, ist es besser, vielleicht vorsichtig zu sein, damit man nicht in Fettnäpfchen tritt, sage ich mal, ist im Hinterkopf zu denken. Und das waren ursprünglich nur 16% der Befragten, die sich so äußern, aber heute sind es 44% und damit schon mehr als diejenigen, die die andere Frage positiv beantwortet haben, ob man nämlich in Deutschland frei reden könne. Das ist, finde ich, äußerst bemerkenswert und auch besorgniserregend, denn eine freie und offene Gesellschaft, die den Diskurs mit Sachargumenten ohne Scheuklappen ermöglicht, sollte doch im Interesse aller sein. Viele haben heute, glaube ich, aber Sorgen, dass sie nicht mehr ihren Mund aufmachen können. Wir sind, beziehungsweise wenn sie ihn aufmachen, dann müssen sie das Richtige sagen. Also wir müssen jetzt gendern, wir müssen uns an dieses komische Innen an den Wörtern da gewöhnen und man fragt sich, ob das jetzt wirklich ein Schutz der Frauen ist oder eigentlich nur eine Beleidigung der früheren Generationen, die das generische Maskulinum verwendet haben. Also ich weigere mich persönlich, von Studentinnen und Studenten zu reden. Ich rede nach wie vor von Studenten und es ist selbstverständlich so, wie immer in meinem Leben, ich ändere das auch nicht mehr, dass ich die Frauen da inkludiere. Was die Sprache ansonsten betrifft, man darf ja jetzt keine Volksgruppen mehr irgendwie so benennen, wie man das früher getan hat. Es gibt keine Mohren mehr, keine Mohrenköpfe mehr, die man isst und keine Mohrenapotheken. Die müssen also umgeändert werden. Es gibt auch nicht mehr den Mohr unter den drei Weißen aus dem Morgenlande. Das ist alles nicht mehr existent. Und implizit wird hier unterstellt, man hätte da irgendwie einen negativen Touch in diese Begrifflichkeit hineingebracht. Davon kann aber überhaupt nicht die Rede sein. Und das Zigeunerschnitzel erwähnen Sie zu Recht. Also das würde mir nach wie vor schmecken, dann ist das noch eher. Und ich sehe auch nicht, wieso, also der Begriff des Berliners, das wäre ja gleichbedeutend eine Diskriminierung der Berliner. Also das ist alles irgendwie komisch. Wir werden offenbar von einer kleinen Minderheit, einer Elite, die selbst ernannt ist, hier doch in der Mehrheit des Volkes gezwungen, unser Verhalten und unsere Sprache zu ändern. Das ist alles schwer zu verstehen für jemanden, der jetzt kein Philologe ist wie ich, aber die Philologen haben ja vielleicht tiefere Vorstellungen und Bedeutungen und die Philologen sind ja nun diejenigen, die in den Medien das Sagen haben.
Aber es gibt ja noch andere Menschen in der Welt als Philologen und die haben auch eine Sprache. Und vielleicht sollten die Philologen sie einfach mal übernehmen. Das wäre noch eine Alternative. Nun gut, das sind meine unmaßgeblichen Überlegungen zu diesem Thema. Aber jetzt kommen viel kompetentere Vorstellungen und Aussagen zu all diesen Fragestellungen von Herrn Professor Kircher. Wir haben das Wort. Lieber Sinn, meine Damen und Herren, ich bedanke mich für die Einladung. Ich bin gerne gekommen. Ich möchte mit Ihnen reden über Meinungsfreiheit. Ich fühle mich dazu berufen, weil ich während meiner ganzen Amtszeit in Karlsruhe in der Kammer war, die für Medienrecht, für Meinungsfreiheit zuständig war und da gelernt habe, wo es in der Republik klemmt und wo es gut läuft. Ich würde Ihnen in der groben Gliederung Folgendes vorstellen. Als erstes, wie wir normativ aufgestellt sind in Deutschland. Und als zweites, wie es tatsächlich um uns bestellt ist. Und zwar einmal, wie der Staat die Meinungsfreiheit behandelt, wie er sich zurückhält in erster Linie. Und dann, und das wird für mich ein ganz wichtiges Thema, ein immer wichtigeres Thema, wie die Gesellschaft mit der Meinungsfreiheit umgeht. Wir haben einen deutlichen Blick. Staat, Gesellschaft, die Gesellschaft hat die Meinungsfreiheit und der Staat soll sich rausgehen. Wir bekommen eine neue Entwicklung, wo die Gesellschaft selber Zensurmodelle entwickelt, wo die Gesellschaft selber will, dass bestimmte Meinungen nicht geäußert werden. Und das ist natürlich nicht unbedingt oder nicht nur ein verfassungsrechtliches Thema. Die Grundrechte wirken nur zwischen Staat und Bürger. Wenn die Gesellschaft selber Schranken aufrichtet, dann sind die Grundrechte bald in den Fluss. Das also kurz zu dem, was ich mit Ihnen heute erörtern und überlegen möchte. Herr Sinn hat das ja schon gezeigt an der Umfrage. Die Deutschen sind mittlerweile sehr unsicher, wie weit die Meinungsfreiheit geht. Viele meinen mittlerweile, man kann sich nicht mehr frei äußern. Das ist natürlich auch ein bisschen eine Frage der Zivilcourage. Man kann sich bei uns frei äußern, aber man muss natürlich dann auch irgendwelche Widerwärtigkeiten in Kauf nehmen, vielleicht sogar berufliche Nachteile. Wenn ich mich für eine Meinung positioniere, dann werden die, die nicht dieser Meinung sind, nicht erfreut sein und werden mir künftig kritisch gegenüberstehen. Das muss man mit einberechnen. Aber es zeigt doch, dass wir ein Problem haben. Das ist eigentlich erschrecklich. Selbst wenn wir in die Zeiten des Vormärz, also vor 200 Jahren gehen, war als erstes immer klar, wenn man eine Demokratie will, wenn man eine offene Gesellschaft will, was braucht man als erstes? Meinungs- und wie es damals hieß, Pressfreiheit. Also die Freiheit der Printmedien. Das finden Sie schon so gleich als verfassungsrechtliches Thema auf Leute. Paragraph 143 Paulskirchenverfassung. Da steht ein Meinungsfreiheitsartikel drin, der im Text unserem Artikel 5 Grundgesetz sehr ähnelt. Dann in der Weimarer Reichsverfassung, Artikel 118 Grundgesetz, haben wir dasselbe. Das zieht sich so durch bis heute Artikel 11 der Europäischen Grundrechtecharta, die auch die Medienfreiheit und die Meinungsfreiheit hochhält. Ist also völlig klar, Meinungsfreiheit ist notwendig in einer offenen Gesellschaft, die sich entwickeln will, ist notwendig in der Wissenschaft, ist notwendig im Staat, ist notwendig für die Demokratie. Und in der Tat, und da komme ich jetzt zum ersten Teil, wie es mit dem normativen Schutz bei uns bestellt ist, wir leben in Deutschland im Paradies der Meinungsfreiheit. Das kann man wohl ohne zu übertreiben sagen. Wir haben einen ganz ausführlichen Grundrechtsschutz. Artikel 5 Absatz 1, Grundrechtsschutz für das Individuum, Meinung zu äußern und Medienfreiheit, Pressefreiheit, Fernsehfreiheit, wie Sie das immer nennen wollen. Ergänzt durch die Seitenstücke Artikel 4 Grundgesetz der Religionsfreiheit. Eine besondere Meinungsfreiheit, da geht es um Weltanschauung. Dann wird das weiter ergänzt durch Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz die Wissenschaftsfreiheit. Also die Freiheit, die sagt, Meinungsfreiheit hat was mit Fortschritt zu tun, dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt. Forschung und Kunst, Lehre und Ähnliches. Und zum Schluss natürlich auch das kollektive Grundrecht, Artikel 8 Grundgesetz, die Demonstrationsfreiheit, die diese Meinungsfreiheit im Kollektiv erlaubt. Also, auch wenn die dann etwas grob gerastert kommt, dass sie alle nur Schilder haben, dafür oder dagegen, oder ähnliche Parolen, weil man anders seine Meinung nicht ausdrücken kann. Wir haben also im Grundgesetz ein breites Spektrum aus der historischen Erfahrung herkommend, dass Meinungsfreiheit da sein soll, dass Medienfreiheit da sein soll, und wir sind überzeugt, das brauchen wir. Sowohl für die Lebensplanung des Einzelnen, als auch für das Wohl ergehen der Gesellschaft, als auch in der Demokratie, dass der Staat so funktioniert, wie wir das wollen, nämlich von unten nach oben, dass also die Meinung des Volkes bestimmt.
Wenn wir das uns mal ein bisschen näher ansehen, dann wird das verstärkt, und das sage ich natürlich sehr gerne, durch ein Karlsruher Gericht, was seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts die Meinungsfreiheit sehr, sehr ausgedehnt hat. Wir haben eine gesicherte Dogmatik, und zwar, das Verfassungsgericht betont immer das besondere Gewicht der Meinungsfreiheit für die Demokratie. Wenn im Volk die Meinungen nicht aufeinanderprallen, wenn der öffentliche Diskurs sie nicht hat, dann hat das ganze demokratische System aus Regierung und Opposition keinen Sinn, es soll sich daher widerspiegeln, und so sollen idealiter die besten Lösungen gefunden werden. Also, sagt das Gericht in Karlsruhe, die Meinungsfreiheit wird ganz weit ausgedehnt. Wir nennen es Optimierung eines Grundrechts. Das heißt, es wird jegliche Meinung geschützt, mit der Ausnahme der Schmähkritik. Schmähkritik ist eine Äußerung, die nur dazu dient, den Gegner herabzuwürdigen oder rhetorisch tot zu machen. Nichts anderes. Man darf scharf reden, man darf kritisch reden, man darf teilweise auch unter die Gürtellinie gehen. Das ist alles in der Meinungsfreiheit drin. Schmähkritik ist ein Extremfall. Das kommt auch in der Rechtsprechung kaum vor, dass etwas als Schmähkritik eingeordnet wird. Dann haben wir gesagt, Meinungsfreiheit ohne rechtliche Motive. Ob sie edel sind, ob sie egoistisch sind, ob sie altruistisch sind. Das heißt, auch die Werbung ist von der Meinungsfreiheit geschützt, obwohl jeder weiß, was dahinter steht, dass das eine Meinung mit einer bestimmten Zielrichtung ist. Auch die politische Werbung natürlich muss nicht unbedingt nur die zwischen Wirtschaftsunternehmen sein. Dann, die Meinungsfreiheit gilt ohne Rücksicht auf den geäußerten Inhalt. Das ist eigentlich der Kern des Ganzen. Also, egal welchen Inhalt man äußert, die reine Meinung zu äußern, auch wenn es um extreme Standpunkte, extremistische Standpunkte geht, ist niemals außerhalb des Schutzes des Grundgesetzes. Bei den Extremisten fängt es erst dann an, wenn sie aktiv versuchen, gegen den Bestand des Staates, gegen die Grundprinzipien Rechtsstaat, Sozialstaat, Demokratie und so weiter vorzugehen. Mit einer Ausnahme, die Meinungsfreiheit ist nicht geschützt, wo es um die Verherrlichung des Nationalsozialismus geht. In unserer Unsicherheitsentscheidung haben wir gesagt, das Grundgesetz ist der Gegenentwurf zur NS-Diktatur, etwa 1945 und dann 48, 49 konzipiert und in Kraft gesetzt. Und da ist Schluss. Aus dieser historischen Erfahrung sagen wir, das ist sozusagen die inhärente Botschaft des Grundgesetzes. Da hört es dann mit der Meinungsäußerung aus, wenn das einer verherrlicht. Also wenn einer für Monarchie ist, zum Beispiel, von der Meinungsfreiheit gedenkt, obwohl das gegen unsere Grundprinzipien der Demokratie der Republik sprechen würde. Wir sind also in der persönlichen Meinungsfreiheit sowohl normativ, sprich Anordnung im Grundgesetz, als auch durch die Rechtsprechung weitestgehend geschützt, so weit, das gibt es in kaum einem anderen Staat. Und ich sage das gerne, weil wir nicht über Deutschland immer nur schimpfen dürfen, sondern weil auch mal sagen müssen, wo wir gut sind. Und da sind wir klasse. Die wichtigste Form der Meinungsfreiheit, jetzt gehe ich mal auf Demokratie, auf das Geschehen zwischen Gesellschaft und Staat zu, ist natürlich die Medienfreiheit. Die wird im Grundgesetz etwas altväterlich angesprochen. Da steht drin, die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film ist gewährleistet. Nein, das war das, was man da 48, 49 hatte. Was anderes konnte man sich nicht vorstellen. Heute in Zeiten des Internets, der sozialen Medien und so weiter ist es klar, so auch das Bundesverfassungsgericht, es ist generell die Publikation der Meinung in die Gesellschaft, also das Äußern im wahrsten Sinne des Wortes gemeint. Das umfasst also alle Medien, vom Flugblatt bis zum Internet, bis zu den sozialen Medien, Podcasts und so weiter. Das, was bei uns landläufig unter Pressefreiheit läuft, ist eben verkürzt, ist eine Medienfreiheit. Das ist nicht nur eine Meinungsfreiheit, das ist eine Freiheit der Berichterstattung, also auch über die Fakten zu berichten. Auch das wird geschützt. Und um zu zeigen, wie weit da der Grundrechtsschutz geht, nicht zuletzt durch die Karlsruher Rechtsprechung, wenn Sie sich zum Beispiel einen Zeitungsverlag ansehen, da ist nicht nur das Bild, das jeden Morgen erscheint, geschützt. Nein, man sagt, um zu einer effektiven Medien, zu einer tatsächlichen Freiheit zu kommen, brauchen wir auch den Schutz der gesamten Organisation. Das heißt, nicht nur die Freiheit der Berichterstattung, sondern das Berichterstattungsorgan, der Organismus wird geschützt. Der Vertrieb, die Binnenorganisation, die Finanzierung, alle, die in der Presse beteiligt sind, bis hin zur Anzeigenaufnahme oder zu dem Lkw-Fahrer, der die Zeitungsfäckchen morgen ausfährt. Eine ganz weite
Optimierung des Grundgesetzes zugunsten der Pressefreiheit. Das Verfassungsgericht, das möchte ich noch zum Schluss, zu diesem Teil meines Vortrags sagen, das Verfassungsgericht hat das dann auch noch ausdifferenziert nach den drei Medienbereichen. Einmal die Presse, also die Printmedien. Da heißt es Autonomie, Staatsfreiheit, der Staat darf es nicht selber veranstalten, der Staat darf nicht zugreifen. Das heißt auch Zugangsrechte zu Veranstaltungen und Informationsrechte, die Journalisten bevorzugt haben vor dem Normalbürger wegen dieser Funktion, auch eine Ausweitung des Freiheitsbereichs und ein besonderer Schutz der Journalisten, vor allen Dingen gegenüber ihren Informationsquellen. Also wenn ihnen jemand etwas zuträgt in unserer Strafprozessordnung, überhaupt in den ganzen Prozessordnungen, haben die Journalisten teilweise eine Stellung wie ein Pfarrer oder wie ein Arzt. Das heißt, sein Geschehen, wie er seine Information beschafft, das wird auch umgehen, weil wir wissen, wenn er keine Informationen bekommt, dann ist er auch wie ein Boxer, dem man eine Hand auf den Rücken gebunden hat. Also dann kann er nicht seine Aufgabe erfüllen. Im Rundfunk wird es etwas schwieriger. Das war ein Thema der 50er, 60er Jahre, noch ein Thema klar. Im Rundfunk fand eine Staatsveranstaltung vor. Es gab einen staatlichen Rundfunk. Nun sagt Artikel 5, Staat halte dich raus. Meinungsfreiheit, Medienfreiheit, gerade nichts Staatliches. Und nun hatten wir öffentlich-rechtliche Anstalten, Rundfunkanstalten, die waren da. Was hat man gemacht? Man hat gesagt, die Medienfreiheit, wie diese öffentlichen Rundfunkanstalten, wird auf die Weise garantiert, dass der Staat nur die Form gibt, die Organisationsform, aber die Freiheit der Meinungen, die sich dort äußern soll, die stellen wir hier durch den sogenannten Binnenpluralismus, das heißt, Verwaltungsrat, Fernsehrat, Rundfunkrat wird nicht vom Staat gesteuert, sondern wird von den sogenannten gesellschaftlich relevanten Gruppen besetzt, dass sich dort sozusagen, das ist das Idealbild, was nicht immer erreicht wird, die Gesellschaft sich widerspiegelt und die steuern den Rundfunk inhaltlich. Ansonsten kriegt er eine Existenz- und Finanzgarantie. Das gibt es sonst nirgends im Grundrecht, Grundgesetz und in der Rechtsprechung, dass er existieren kann. Und das hat man auch beibehalten, nachdem das Technikargument der Frequenzknappheit weggefallen war, nachdem wir Internet und digital und Funk und Fernsehen haben. Also, obwohl man eine Art Staatsfunk hatte, hat man verfassungsrechtlich das Ganze so gedreht, dass man sagte, das ist die äußere Hülle, die öffentlich-rechtliche Körperschaft, die Tätigkeit darin ist die der Gesellschaft, ist die der Vielfalt. Und beim privaten Rundfunk als der Aufgaben 70 Jahren war es natürlich leichter, da bin ich dem Binnenpluralismus und Außenpluralismus. Sagt, lasst sie munter tun, der Chor der vielen wird dazu führen, dass wir eine Meinungsvielfalt haben. Darüber steht eine Medienanstalt, aber die ist zwar staatlich, die beaufsichtigt nicht die Meinung, sondern nur das äußere Geschehen und sorgt dafür, dass der Artikel 5 Grundgesetz eingehalten wird. Förderer. Ergebnis: Wir sind durch Rechtsprechung und durch Normen bestens gesichert mit der Meinungsfreiheit. Drum erstaunt diese Umfrage auch. Die ist sicher vom Individuum, was die Meinung äußert, gedacht. Nicht von den professionellen Meinungsmachern, wie wir sagen. Aber trotzdem, das ist eine deutliche Diskrepanz. Also muss das Problemfeld wohl anders liegen. Und in der Tat, wenn Sie heute sehen, das, was im Vormärz im 19. Jahrhundert das große Problem war, der Staat, der auf die Medien zugreift, denken Sie an die Pressezensur oder der Geheimpolizist, der im Hinterzimmer der Post die Briefkuverts aufdampft und liest, was geschrieben worden ist und so weiter. Das gibt es uns schon längst. Das ist also, das ist keine bundesrepublikanische Wirklichkeit mehr. Wir haben im Grunde genommen einen Staat, der sich bei Medien zurückhält. Gewiss, es gibt noch eine Spiegelaffäre, es gab ein Cicero-Problem, aber das sind eigentlich echte Ausreißer. Dass der Staat auf die Presse Einfluss nimmt, durch Zugriff, gar durch Hoheitsgewalt, also durch Polizeigewalt, das ist bei uns in der Wirklichkeit nicht mehr so. In meiner ganzen Amtszeit, unter anderem in dieser Medienkammer, hatte ich fast nie Fälle, wo der Staat begriffen hat. Die Medienfälle, wo wir den Artikel 5 entwickelt haben, das war immer in der Auseinandersetzung zu dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht eines Betroffenen, über den berichtet wurde. Also Artikel 5 gegen Artikel 2 Absatz 1, also das sind diese bunten Blätter, die über Zelebritäten oder möchte gern Zelebritäten berichten und die dann
ablichten, wie sie sehr freizügig am Strand herumspringen oder wie sie vielleicht sich nach neue Bekanntschaften umsehen. Das sind immer die Fälle, wo man sagte, hier ist der Artikel 5 gefragt, die Medienfrage. Aber immer in der Abwägung privat zu privat. Das Recht des Betroffenen, mit dem berichtet wurde, und das Recht des Journalisten oder der Zeitung oder der Illustrierten, die das getan hat. Aber nicht in der eigentlichen Grundrichtung des Grundrechts. Staat gegen Privaten, wo sich der Private gegen eine Staatsmacht oder Zensur verteidigen muss. Wenn wir heute sehen, wo der Staat vielleicht Probleme hat, wo er Probleme mit der Meinungsfreiheit, der Pressefreiheit macht, das sind wenige abgegrenzte Gebiete. Das ist einmal der Staat als Meinungsmacher selber, ganz konkret die Werbung der politischen Parteien und von Regierung und Opposition unter Einsatz von Staatsmitteln, vor allem für Wahlen. Aber das ist ein abgegrenztes Gebiet, das hat man rechtlich sehr schnell im Griff. Und das Zweite, was jetzt so im Kommen ist, sind diese Denunziationsportale, die teilweise dazu auffordern, zu melden, wenn einer eine bestimmte Meinung geäußert hat. Und das wird dann auch öffentlich gemacht. Also zum Beispiel, es gibt eine Meldestelle Antifeminismus von der Amadeo-Antonio-Stiftung oder es gibt ein Berliner Register, da sollen Sie melden, wenn jemand sich diskriminierend geäußert hat oder ausgrenzt. Was das im Einzelfall ist, ist unklar. Es ist klar, aber es soll die Schwelle unterhalb der Strafbarkeit erreicht werden. Das sind Veranstaltungen des Staates, wo er nichts verbietet, aber wo er doch in das Meinungsgeschehen eingreift, in dem Sinne, wenn du das sagst, kommst du an den und alle Leute wissen es. Also es ist so eine Art Einflussnahme. Da haben wir vielleicht noch Probleme. Nächstes Problem sind Subventionen. Man kann Meinungsfreiheit natürlich auch bedrohen mit Geld, wie immer, der Nervus Rerum. Ich kann Zeitungen subventionieren und Zeitungen wollen es selber. Wenn es nur die Vertriebskosten sind, dann Technik-Vertriebskosten, dann ist mir das gefallen. Aber wenn ich mal so ein Instrument als Staat habe, ob es dabei bleibt, oder denken Sie an das Demokratieförderungsgesetz, da werden bestimmte Meinungen gefördert und in einer derartigen, unbestimmten Begrifflichkeit, dass ich nicht weiß, ob der Staat hier vielleicht doch Meinungsmacher mit Geld betreibt. Und als letztes, ging ja gerade durch die Zeitschriften, wenn ein Bundesverfassungsschutzamt einen Beobachtungsbereich neu schafft, einen Phänomenbereich, und der heißt verfassungsrechtlich relevante Delegitimierung des Staates, und er will dort untersuchen, ob jemand den Staat verächtlich macht oder seine demokratisch legitimierten Repräsentanten verächtlich machen, dann habe ich natürlich Angst, dass wenn da keine Karikaturen in der Zeitung lesen dürfen. Das geht mir etwas weit. Aber wie gesagt, das sind Randbereiche der Meinungsfreiheit. Sonst ist der Staat weitgehend draußen. Er hat seine Lektion gelernt. In der Demokratie steht die Meinungsfreiheit den Individuen, zu den Grundrechtsträgern und den Medien, und diese Meinung kommen auf uns zu, ob er sie mag oder nicht, aber nicht umgekehrt, er macht sie für das Volk, was gewählt werden muss. Insofern, was mein Thema angeht, entwarnen können. Jetzt kommen wir zur Gesellschaft. Was macht die Gesellschaft selbst? Und da sehe ich jetzt Probleme, die ich Ihnen gerne vortragen möchte, weil sie mir etwas Sorge machen. Das Erste sind auch nicht Eingriffe hoheitlicher Art, das können Private in der Gesellschaft gar nicht, aber erhebliche Einflussnahmen, und zwar, ich würde das unterschreiben, Firmen und Foren, also gewerbliche Unternehmen, vor allem die Global Five, die Internetunternehmen, und auch Internetplattformen, wo sich jeder äußern kann und damit teilweise eine Meinungsmacht bekommt, die denen der Medien gleichkommt, und unsere Gesellschaft, die Meinungsäußerungsfreiheit in unserer Gesellschaft sehr, sehr beeinflussen kann. Denken Sie daran zum Beispiel, dass es gelingt, über ein soziales Medium, eine Internetplattform, einen sogenannten Shitstorm gegenüber einer Person auszulösen, weil sie angeblich etwas gesagt hat oder auch tatsächlich etwas gesagt hat. Das ist eine Prangerwirkung. Da haben diese Institutionen eine sehr große Wirkung. Die Global Five, nicht nur wirtschaftlich, auch politisch,
haben eine Informationsmacht, die kommt denen von Fernsehanstalten und Ähnliches gleich. Sie sind selber umfassend informiert und geben bestimmte Informationen weiter. Meistens ist das aus ökonomischen Gründen. Darum ist das vielleicht für die politische Meinung, für die Demokratie nicht so wichtig. Aber es ist ein Einfallstor und es kann auch politisch verwendet werden. Vor allem, wenn Sie sehen, wie manche Politiker sich diesen sozialen Medien jetzt bedienen. Das ist für sie ein Hebel der Einflussnahme. Das ist sicher nicht falsch, aber das kriegt einen Treib, das kriegt einen Treibsatz, den wir so nicht gewohnt sind, wo die Gesellschaft sich ändert. Und das Ganze hat einen Unterschied zu den klassischen Medien. Es ist unprofessionell. Von der Zeitung, vom Fernsehen erwarten wir, der professionelle Journalist, der prüft, der braucht immer zwei Quellen, bevor er was sagt. Der guckt, der bereitet auf. Und vor allem in sozialen Medien, da kann sich jeder völlig unprofessionell äußern, egal ob er wirklich Fakten hat. Das Ganze geht dann zwar oft in so einem Crescendo atomisierter Meinung unter, aber jeder sucht sich dort seinen eigenen Podcast oder seine eigene Gruppe. Ich dachte früher auch, wenn wir diese sozialen Medien bekommen, das wäre ideal für die Demokratie und so für den öffentlichen Diskurs. Und ich habe meine Meinung um 180 Grad gedreht. Es sind Echokammern. Was die Leute suchen im Internet, ist nicht die Gegenmeinung oder wie ist es denn und die Fakten, sondern die haben eine Meinung und sind vielleicht unsicher, ob sie die als Einzelne äußern. Und dann suchen sie Gruppen, die dasselbe meinen. Und die finden sie im Internet. Das heißt, im Internet wird weniger der Diskurs gesucht, als sie bejahen. Und wenn ich eine Gruppe habe, also erst bin ich allein und dann weiß ich, 500 Leute reden auch, weil ja, das ist es, jetzt bin ich nicht mehr allein, das muss wohl so sein. Also dieses Rede von den Echokammern ist richtig. Ich möchte den Widerhall dessen, was ich will. Und mehr wird nicht gesucht. Und die Vorstellung, diese sozialen Medien wären die Agora für die Demokratie, wo sich die politischen Meinungen bilden, die haben sich einfach nicht bewahrt. Es gibt wenige Entschlossene, die benutzen dieses Instrument, kriegen damit eine große Meinungsmacht. Auch die globalen Unternehmen, aber mehr ist nicht. Bei den globalen Unternehmen kommt noch eins dazu. Sie stehen ja oft außerhalb der deutschen Rechtsordnung, sind adressatlos, wollen sich gar nicht der deutschen Rechtsordnung unterwerfen, kommen auch aus Rechtsordnungen mit ganz unterschiedlichen Mentalitäten. Und wirken gerade in Deutschland heftig ein. Das können auch andere Staaten sein. Sie wissen, dass wir momentan viel über Wahlbeeinflussung durch gewisse diktatorisch veranlagte Politiker in andere Länder reden. Hier tut sich etwas, mit dem wir noch nicht fertig geworden sind. Wir haben ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ist richtig. Wir haben auch eine Datenschutzgrundverordnung der EU, aber das ist eigentlich immer mehr eine Regelung, dass meine persönlichen Daten verarbeitet werden, auf die Gefahr insgesamt für die öffentliche Meinung, diese politische Bewegung außerhalb der individuellen Anklage vielleicht oder des individuellen Datums, da geht das gar nicht ein. Also mein Beispiel, den Shitstorm, was Sie da auslösen können, wie Sie Menschen mit kaputt machen können oder wie Sie auch Informationen unterschlagen können, andere nach vorne stellen können. Da tut sich in unserer Gesellschaft etwas, das haben wir dann nicht richtig verarbeitet. Jetzt fragen die natürlich, jetzt hat er uns die Diagnose gesagt, wo bleibt die Therapie? Da kriege ich rote Augen. Ich weiß es nämlich nicht genau. Also es gibt sicher Ansätze. Zum Beispiel meine ich, wer in einem sozialen Medium Kritik äußert oder sich gegenüber Personen äußert, der muss zumindest eine ladungsfähige Adresse beim Server hinterlassen oder bei dem Veranstalter der Internetplattform. Denn auch bei der Demonstration haben wir ein Vermummungsverbot. Ich, wenn ich demonstriere, soll mein Gesicht zeigen. Und wenn ich für oder gegen etwas bin, dann müssen wir wissen, der Kirche ist dafür oder dagegen. Aber nicht irgendwie eine Person, die die Wollmütze über die Nase gezogen hat und den Schal ganz hoch gebunden hat, man weiß nicht, wer das ist. Also zur Meinungsfreiheit steht auch immer das persönliche Credo, ich stehe dahinter. Das würde vielleicht etwas helfen und sonst kann man nur hoffen eigentlich auf internationale oder supranationale Regelungen, die auch diesen großen Organisationen, die sich der deutschen Rechtsordnung entziehen, die dort auch vielleicht helfen. Das sind das, was ich als Firmen und Foren überschreibe. Da sehen Sie Eingriffe in die Meinungsfreiheit, nicht durch hoheitlichen Zugriff, sondern durch Einflussnahme, durch Herstellung, würden wir sagen, einer herrschenden Meinung oder Attacke auf bestimmte Personen oder Gruppen.
Was mir aber am wichtigsten ist, da wäre mein dritter Teil, das ist die Gefahr, die aus der Gesellschaft, sozusagen von jedem von uns selbst momentan für die Meinungsfreiheit kommt. Ich glaube, dass die echte Bedrohung für unsere Meinungsfreiheit nicht in beiden anderen Gebieten liegt, die wir jetzt mal kurz beleuchtet haben, sondern in der Gesellschaft selbst. Unsere Gesprächskultur hat sich in den letzten 15, 20 Jahren völlig verändert. Und das Problem ist wieder, da hilft kein Artikel 5 Grundgesetz, weil der in dieser starken Bürgerrichtung denkt, was aus der Gesellschaft selbst kommt, das kann man nur richten durch Zivilcourage, durch die Gesellschaft selbst. Also ich muss Ihnen wieder versprechen, Sie kriegen eine Diagnose, aber keine Therapie. Ich möchte Ihnen nur zeigen, wo meine Bedenken liegen. Was erwarten wir uns eigentlich in einer Demokratie von der Meinungsfreiheit? Wir erwarten uns doch einen öffentlichen Diskurs im respektvollen Zuhören, auf Augenhöhe, keiner belehrt den anderen. Es werden Argumente ausgetauscht, sachlich. Sicher werden viele, vor allem die politischen Diskussionen, auch über Personen bezogen, weil man gerne über Personen redet, über Sachen. Aber meistens meint man damit dann noch eine bestimmte politische Richtung, auch wenn das emotional ist. Vor allem gehört zum öffentlichen Diskurs die Bereitschaft abzuwägen. Man hört, was der andere sagt. Ja, es sind ja nicht alle Argumente des anderen dumm, weil sie meine eigenen dumm. Also muss ich mal zuhören, was da gesagt wird. Vielleicht lasse ich mich sogar überzeugen oder ändere zumindest meine Meinung. Auch die Gegenseite hat gute Argumente. Also die Meinungsfreiheit lebt von der Vorstellung, dass der öffentliche Diskurs, dass die Auseinandersetzung sachlich ist, argumentativ ist und dass sie dann vielleicht zu einer besseren Lösung führt, wenn ich auch andere Meinungen gehört habe. Also ein optimales Ergebnis. Und das hat sich in den letzten 15, 20 Jahren bei uns erheblich geändert. Wir ideologisieren und politisieren mittlerweile alles. Und zwar, das ist eine Figur, die ich immer als den moralisierenden Missionar bezeichne. Diese Missionare haben eine Ideologie, eine vorgefasste Meinung. Die sind sich hundertprozentig sicher, dass das, was sie meinen, richtig ist. Und dann wird natürlich an, dass das, was sie meinen, dass das hundertprozentig falsch ist. Bei denen geht es nur noch um Gut und Böse, um falsch oder richtig. Es geht nicht darum, das eine Argument lässt sich hören, aber nicht so hart tragfähig. Das andere, Volltreffer, genau das war es, was wir gesucht haben und so weiter. Sondern es gibt nur Schatz und Hass. In der Folge ist dieser Missionar völlig kommunikationsunfähig. Der kann nur binär denken, immer in Pro und Contra. Und das Pro, das ist er, und da weiß er ganz genau, dass alles richtig ist. Überlegen Sie mal mit mir, wie sich unsere Diskussion auch im kleinen Bereich, sei es bei einer Abendeinladung, sei es in Gesprächen unter Kollegen und so weiter, politisiert und ideologisiert hat. Also ganz harmlose Themen, was wir essen. Ob sie Fleisch essen, Vegetarier oder Veganer. Das sind ja Religionen geworden. Wenn ich mein Schnitzel esse, dann sage ich, ich bin Karnivore, aber dann bin ich doch deswegen kein Vegetarier. Nein, aber das kommt. Wie können Sie, und dann mit guten Argumenten nicht, also der Umweltschutz und die armen Tiere und so, kann man ja alles sagen, aber das wird gar nicht gemacht. Nein, das ist moralisch falsch und Sie werden gestellt, Sie müssen sich rechtfertigen dafür. Also was ich auf dem Löffel mache, ist doch kein Diskussionspunkt und ist doch kein Rechtfertigungsproblem für mich. Mache ich schon selber, da geht man hinein. Dann nehmen Sie, das Ganze ging damit los, mit der Anti-KKW-Bewegung. Kernkraft, nein, danke. Auch da kann man drüber reden, welche Energieformen wir wählen. Wie auch jetzt, ob Gas oder ob Elektro oder ob Verbrenner, alles was es da so gibt. Aber die Atomkraft, das wurde zu einem Mantra. Da durfte nicht rangehen. Und Sie sehen ja auch die abschaltenden letzten drei Kraftwerke. Das war im Grunde genommen keine sachliche Diskussion mehr, sondern das waren diese Missionare, die sagten, und jetzt holen wir den Feind tüchtig. Und dann ist die Sache erledigt. Und das ist eigentlich ich möchte nicht sagen Entartung, aber da läuft was in der Diskussionskultur völlig falsch. Mir ist das klar geworden bei den Demonstrationen in Stuttgart, wie in Stuttgart 21. War ja heiß umstritten, da waren immer diese Montagsdemonstrationen und da trug einer ein Schild und da stand drauf, unser Zorn trifft auf eure Lügen. Und ich muss sagen, da ist mir was klar geworden. Genauso funktioniert Demokratie nicht,
genauso funktioniert meines halt nicht. Ich kann eben Stuttgart 21 sein, aber warum so? Also berechtigte Empörung. Und der andere kann dafür sein, aber warum ist der deshalb Lügner? Also wir verschieben die ganze Diskussion sofort und dann bleibt nur noch aufeinander einstimmen. Nicht? Dann ist jede sachliche Diskussion weg. Also unser Zorn trifft auf eure Lügen, ist genau das Falsche. Wir setzen uns auseinander in einer Weise, die den Andersdenkenden als Gegner versteht und wo es auch keinen Kompromiss gibt. Ich bin wieder bei Stuttgart 21, wenn dann die Gegner von Stuttgart 21 in der Volksabstimmung verlieren, übrigens eine ganz problematische Abstimmung, da musste man nämlich mit Nein stimmen, damit der Bahnhof gebaut wird und mit Ja stimmen, damit nicht gebaut wird, weil ein Haushaltsgesetz aufgehoben wird. Also das hat einige Überlegungen im Publikum, wo sagen, wir haben ganz besonders entschieden und trotzdem Montagsdemonstration, wir hören nicht auf, wir haben Recht. Und das wird sich zeigen. Ist eine Diskussionskultur, die die Meinungsfreiheit bedroht. Schwierig ist, die Medien machen mit. Die Medien gehen auf den Mainstream und dieser Mainstream wird oft bestimmt von kleinen, schlagstarken Gruppen. Die Medien möchten nicht nur Bericht erstatten, die Medien möchten mit Politik. Und die verstärken diesen Effekt noch. Auch da kann ich Ihnen ein Beispiel geben. Wir erwarten, also ich erwarte das zumindest, wenn ich die Zeitung lese, da gibt es Kommentare, wo einer seine Meinung äußert, da gibt es Fakten, Berichte, von denen ich hoffe, dass sie richtig sind, aber eins erwarte ich immer, dahinter steht ein Journalist, der nicht voreingenommen ist, der uns ganz sozusagen nicht Lobbyist für eine bestimmte Meinung ist. Und jetzt gehen wir mal in den Klimaschutz, das uns ja alle betrifft. Im Februar 2022 hat sich in Frankreich eine Gruppe gebildet, die sich von Journalisten und Verlagen, die sich dem Klimaschutz verschrieben haben. Und das ist auch auf Deutschland übergeschwappt. Könnt ihr im Internet nachlesen, ganz prominente Unterschriften, da sind ganze Senderketten und so weiter dabei. Und die sagen, wir müssen für den Klimaschutz alles tun, was möglich ist. Wir sind dafür, dass alles geschieht, was Klimaschutz ermöglicht. Das ist wie eine Bruderschaft, die sich zusammengeschlossen haben. Und die erklären damit, ich bin bei diesem Thema immer voreingenommen. Es wird niemand die Notwendigkeit des Klimaschutzes bestreiten, aber in jedem Einzelfall sind die immer dabei und immer in einer bestimmten Richtung. Wir haben sich so 12 Gebote gegeben, könnt ihr auch im Internet nachlesen. Und da heißt eins zum Beispiel, um Ihnen zu zeigen, wie weit die schon vorangestellt sind, take an education approach. Stellen Sie mal vor, ich lese eine Zeitung. Ich bin doch kein Schüler, möchte doch nicht belehrt werden. Ich möchte doch lesen, was Sache ist. Ich möchte mir Meinung anhören, aber die Zeitung ist doch nicht der Oberlehrer und ich habe das gefälligst zur Kenntnis zu nehmen, zu verinnerlichen und danach zu handeln. Take an education approach. Also, da verschreiben sich ganze Gruppen von Journalisten eine bestimmte Meinung. Es steht in diesen 12 Geboten noch mehr und deutlicher drin und sind damit einseitig. Das hat auch sicher zur Folge, dass bestimmte politische Präferenzen im Klimaschutz bei uns immer so sehr betont werden, bis dann die Wirklichkeit ihnen zeigt, dass es so nicht geht. Ich sage nur Verbrenner und ich sage auch nur Wasserstoff. Da hat sich alles. Also wenn wir so vorgehen, wenn wir diese Gesprächskultur so machen, wenn die Medien das unterstützen, ist das fatal für die Demokratie? Ist das fatal für unser freiheitliches Gemeinwesen, was mir so sehr am Herzen liegt, dass wir das aufrechterhalten? Es gehört zur Äußerung einer Meinung immer schon ziemlich gebracht. Aber belasten wir es nicht noch mehr mit Meinungen, die im Mainstream sind oder die von kleinen Gruppen zum Mainstream gemacht werden. Und diese Okkupation der Meinungsfreiheit durch kleine Gruppen, die hat geradezu 4 Techniken entwickelt, die diese Gruppe für ethisch wertvoll und vertretbar halten, die aber im Grunde genommen zu einer Begrenzung der Meinungsfreiheit durch die Gesellschaft führen. Es sind immer schlagkräftige Minderheiten, die Mehrheit pusht und irgendwann ist es allgemeine Meinung, weil es auch so in der veröffentlichten Meinung steht. Also Zensur durch die Gesellschaft. Da passiert das, was der Stuart Mill, der große Liberale aus dem 19. Jahrhundert schon befürchtet hat. Er sagt, die größte Gefahr für die Demokratie ist die öffentliche Meinung.
Da gibt es noch, das habe ich gefunden, einen britischen Politiker aus derselben Zeit, Lord Edward Balfour Lytton, der sagte, wenn die Leute keinen anderen Tyrannen haben, so wird es die öffentliche Meinung. Wenn sie die beeinflussen. Und das machen die mit vielen Techniken, die ich Ihnen mal kurz vorstellen will. Die sind entstanden oder meistens entstanden auf einer ethisch guten Grundlage. Da wollte man was Gutes tun und dann hat man sie ins Unkenntliche verzerrt und sie werden zur Rede verboten. Das erste, Politically Correctness. Politically Correctness war ursprünglich richtig, dass ich Personen nicht stigmatisiere, indem ich ihnen ein Etikett gebe. Also, du Zigeuner und denk dir dabei hinten im Hinterkopf, fahrendes Volk mit Hang zu Kleinkriminalität. Dann habe ich einen, den ich dazu rechne, abgehörigt, der ist in einer gedanklichen Schublade raus. Mit dem brauche ich nicht mehr ernsthaft zu reden. Das ist sicher richtig gewesen. Aber mittlerweile, was machen wir aus dieser Political Correctness? Wir vermeiden Probleme. Wir wollen Probleme nicht beim Namen nennen. Und wir versuchen auch unsere eigene Geschichte über den Ruf zu werfen. Überlegen Sie mal, was wir schon alles, ich will jetzt gar nicht von den Runden N-Bord nennen. Ich finde das lächerlich, wenn man N-Bord, wenn man über was diskutiert, sondern die Sache beim Namen nennt. Aber überlegen Sie mal, diese Straßenumbenennungen, Sie haben es jetzt schon kurz angesprochen, oder auch Umbenennungen, die völlig geschichtslos sind, die im Grunde Menschen abwürdigen. Meine Universität, die Tübingen Universität, Eberhard Karls Universität. Eberhard und Karl waren beide zwei Renaissancefürsten. Der eine hat sie gegründet, Eberhard im Bate, und der zweite hat sie, sagen wir mal, finanziell organisatorisch gestärkt. Die sollten umbenannt werden. Das war eine große Diskussion, einen Ausschuss eingesetzt. Begründung, diese beiden Renaissancefürsten wären nicht für die Gleichberechtigung der Frau gewesen und hätten ihr Militär für egoistische Zwecke eingesetzt. Ja. Kennen Sie einen Renaissancefürsten, der dabei war? Das war damals kein Thema. Das kann ich doch nicht vorhören. Ich muss diese Personen in ihrer geschichtlichen Ambiguität aushalten und sagen, was sie getan haben. Nein, muss weg. Und dann, Sie haben schon gesagt, der Mohrenkopf muss jetzt Schaumkuss heißen. Und dann wird es also irgendwann ridiküler. Und die Correctness führt jetzt dazu, dass wir bestimmte Dinge ausgrenzen aus unserem Denken, indem wir den Begriff vermeiden, weil der politisch unkorrekt wäre. Und das finde ich ein bisschen schwierig. Das kann man wohl kaum machen. Wir haben auch Beispiele, wo das ganz gezielt eingesetzt ist. Denken Sie an Putin. Ukraine-Überfall, man durfte nur Spezialoperation sagen. Wer Krieg sagte, durfte nach Sibirien gehen. Jetzt sind wir weiter. Oder welches Unbehagen es in manchen Leuten ausgelöst hat, wenn der Historiker sagt, wir müssen die Bundeswehr kriegstüchtig machen. Wir wollen nur verteidigungsfähig wissen. Also ist mir Jacke in die Hose. Aber allein das Wort schon hat Probleme gemacht. Also Political Correctness ist ein Problem, weil wir bestimmte Dinge ausgrenzen und einfach nicht haben wollen. Wenn wir Straßen umbenennen und so weiter, wir haben viele Straßen, die sind nach Luther benannt. Und dann lesen Sie mal, was Luther zu den Bauernaufständen geschrieben hat und auch was er über die Juden geschrieben hat. Dann dürfen wir keine Lutherstraße mehr haben. Nein, sie soll bleiben. Wir wissen, dass es einer war, der Probleme hatte, der auch vom Zeitgeist teilweise richtig daneben gelangt hat. Und in dieser Ambiguität müssen ihn alle kennen. Und dann können wir in Lutherstraße sagen und seine Leistung bringen. So geht das. Aber nicht, wer keine weiße Weste hat, so einen kleinen Fleck auch weg. Und ob eine weiße Weste hat, wird nach unseren jetzigen Maßstäben entschieden. Das ist zu kurz gedacht. Möchte fast sagen, es ist primitiv. Das zweite ist Cancel Culture. Cancel Culture sagt im Grunde noch wieder im Ansatz sympathisch und richtig. Bestimmte Dinge, bestimmte Meinungen wollen wir nicht unterstützen. Also diese ganzen Extremen, Radikalismus, Islamismus, Extremismus, geben wir denen kein Forum. Also das wollen wir in unserer Kultur nicht haben, Cancel Culture. Das ist richtig. Man muss nur sehen, wir urteilen da über einen bestimmten Inhalt. Wenn wir Themen völlig rausnehmen, dann kommen wir nie in die Chance, auch mal Gegenreden zu setzen, diese Themen auseinanderzusetzen und zum Schluss wird es tabu für einen bestimmten Inhalt. Wenn also eine Biologin an der Frankfurter Universität nicht vortragen darf, dass es biologisch zwei Geschlechter gibt, oder wenn Joanne Rowling, also diese Harry Potter Autorin, nicht sagen darf,
dass es Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, nur wegen dieser Äußerung, wenn sie dann nicht zu Worte kommt, dann hat dieses Cancel Culture plötzlich eine ganz andere Funktion. Sie wirft nämlich Personen aus der Diskussion wegen einer bestimmten Meinung. Das ist nicht mehr dieser sympathischer Ansatz, gebt den Extremisten keine Plattform oder den Islamisten, sondern will ich bestimmte Dinge rausdrücken. Und ich finde das nicht richtig. Und das hat bei uns ja schon sogar in Universitäten Kreis geschlagen. An der Humboldt-Universität in Berlin darf ein Politologe und ein Geschichtswissenschaftler international anerkannt nicht mehr reden, weil er eine bestimmte Meinung vertritt. Oder Herr de Maizière darf nicht im Göttinger Literaturhaus seine Meinung umgeben, weil man sie für falsch hält. Begriff Cancel Culture. Das ist eine objektive Zensur. Ich möchte nicht, dass wir das Problem ist, dass die Gesellschaft selbst. Also es kommt nicht zum Schlag. Das nächste, jetzt kommen wir zur subjektiven Kultur, Zensur. Cultural Occupation. Cultural Occupation sagt, es darf sich die Welt nicht einer bestimmten Kultur bemächtigen, also einem bestimmten Volk seine Identität nehmen. Sicher richtig. Nur wofür verwenden wir es? Wir verwenden es dafür, dass die von irgendeinem Fragenkreis, einem Problem Betroffenen sagen, die anderen dürfen darüber nicht reden, weil sie ja nicht betroffen sind. Ist für mich als Richter ein bisschen problematisch, weil ich immer denke, wenn man nicht betroffen ist, man untergreift, dann sieht man die Sache besser. Aber lassen wir das mal sein. Also das heißt, es dürfen nur die, die betroffen sind, reden, die anderen müssen den Mund halten, sonst okkupieren sie deren Kultur. Das schöne Beispiel bei der Inauguration vom damaligen US-Präsidenten Obama. Da hat Amanda Gormans ein Poem The Hillary Crime vorgelesen bei der Inauguration. Das deutet nur an die Schwierigkeiten der Schwarzen in den USA, in der Gesellschaft hochzukommen, beruflich die Leiter emporzukriegen und so weiter. Und jetzt wollte das ein britischer Literaturwissenschaftler, weißer Hautfarbe, interpretieren. Das Gedicht ist interpretationsfähig, sogar bedürftig. Und dann sagte Frau Gormann, das geht nicht. Das dürfen nur Schwarze machen. Nur die sind betroffen. Welche Meinung sind? Wenn das wirklich richtig ist, dann würde ja völlig die Außenansicht Dritter bei einem Problem fehlen. Wir könnten nur sagen, die parteilich Betroffenen erlangen die Deutungshoheit. Dabei ist der unparteiische Dritte, ist die Meinung Dritter doch teilweise so wichtig. Wir kriegen nie eine Gesamtdarstellung mit verschiedenen Perspektiven, sondern nur Betroffenen sagen, was ihnen nicht gefällt, warum das falsch ist und natürlich, was die anderen sich ändern müssen. Also es fehlen Perspektiven. Und wir haben doch genügend Beispiele, was sehen hat, dass das Signal von außen, das nicht betroffen gut war. Gehen wir mal gerade auf das Problem der Schwarzen in den USA. Sklavenbefreiung. So um 1860, 63 hat eine Frau ein Buch geschrieben. Die hieß Harriet Beecher Stowe, Onkel Toms Hütte. Die hat sicher viel mehr für die Sklavenbefreiung gemacht als manche Politiker dort damals. Das Problem war, sie ist eine weiße Quäkerin gewesen, das ist im christlichen Glauben herausgemacht. Ja, wenn man die nicht zugelassen hätte, dann wäre doch ein wichtiger Stein rausgebrochen und es wäre vielleicht anders oder später gelaufen. Da sieht man, dass diese Gegenmeinungen nützlich sind. Cultural Occupation, nur die Betroffenen dürfen da reden, ist völlig falsch. Dasselbe sehen Sie in der deutschen Geschichte, die Klassik. Die hat doch gelebt, dass man die Griechen und die Römer wieder entdeckt hat. Schliemann, alles. Diese Geschichtsbewusstsein plötzlich und dieses Gefühl, dass wir eine europäische Kultur haben, die Deutschen aufnehmen. Oder das Beispiel, klassische Beispiel für den Juristen, Rezeption des römischen Rechts. Wir hatten ein heillos zersplittertes Recht in Deutschland, weil wir alle überall nur geht's Fürstentümer, die ja ihr eigenes Recht haben. Was hat man gemacht? Dann nehmen wir doch das alte Recht vom Justinian. Das passt zwar nicht so genau auf uns, darum brauchen wir Glossatoren und Postglossatoren, die das erklären, aber da sehen wir die Gerechtigkeitsidee drin, die die Gerichte und die Gesellschaft leisten sollte. Das ist doch ein Erfolg, das ist doch kein Cultural Occupation gewesen, sondern das bringt uns weiter. Also, kurz und gut, wir gehen zu einer subjektiven Zensur, wenn wir Cultural Occupation so verstehen, dass nur die Betroffenen über ihre Probleme reden dürfen. Und das ist das, was momentan überlegt ist. Als letztes. Letzte Technik, die auch geradezu zum Credo erhören wird. Wokeness. Wokeness heißt, ich darf
nur, und deshalb auch der Titel meines Vortrags, ich darf Ihnen nur vortragen, was Sie gut finden. Ich darf also öffentliche Äußerungen nicht nach dem richten, was ich Ihnen sagen will, meine Message überbringen, sondern ich muss sagen oder fragen, wie empfinden Sie denn das? Und wenn Sie Anschluss nehmen, wenn Sie es nicht passend finden, dann darf ich es nicht sagen. Also das Wohlbefinden des Empfängers, das bestimmt über das, was ich sage, nicht mein Wille oder mein Impetus, den Impuls, den ich Ihnen geben will. Das führt dazu, keine Belastung mit unangenehmen Fragen. Probleme werden völlig ausgegrenzt, nämlich wenn die unangenehm sind, dann darf ich ja nicht sagen, auch wenn sie drängen. Und natürlich Ausschluss von Realitäten zugunsten des Befindens der Zuhörer. Auch da wieder selbstverständlich, dass ein Redner seine Gäste nicht begrüßt. Dass man sieht, wie werden die das wohl aufnehmen im Sinne, wie kommt es an, aber doch nicht, ist ein Lächeln auf deren Gesicht oder runzeln die kritisch die Stirn? Wenn sie kritisch die Stirn runzeln, dann ist die Rede besser gewesen, als wenn sie alle nur lachen, klatschen und sagen, hab's richtig gemacht, aber es war nichts Neues. Also davon lebt doch unsere ganze Diskussion. Und wenn Wokeness wirklich richtig wäre, sie dürfen ihren Kindern keine Grenzenreichen mehr erzählen. Also wenn Hänsel und Gretel Finger durch die Kette steckt, im nächsten Punkt, ob die schon gut genährt sind. Oder wenn sich jemand durch den süßen Brei frisst, oh Gott, Ernährung, Ernährung, der will leben. Das geht nicht. Oder Homer's Ilias, der wird geköpft, da wird verbrannt, da wird geschändet, da wird gehäutet, da wird gehängt, das ist ein grausames Epos. Aber wir können es doch nicht, weil wir es vielleicht nicht so schön empfinden und sagen, das ist aber grausam, können wir es doch nicht ausnehmen. Zuletzt auch das Aufrütteln, da hat uns doch gerade mal Luthers Thesen Wittenberg. Das war damals, wir würden heute sagen, eine publizistische Bombe, die der losgelassen hat. Das hat die alle gestört, das wollten die nicht. Aber das hat uns doch weitergebracht. Oder, wenn Sie denken, Emile Zola-Jacques, um die letzte Jahrhundertwende, Antisemitismus im französischen Militär, in der französischen Gesellschaft, diese Affäre Dreyfus. Das hat die doch weitergebracht. Natürlich waren die alle zornig. Wahrscheinlich haben sie, wir würden heute vielleicht sagen, Zola als Nestbeschmutzer. War er nicht, sondern er hat unangenehme Tatsachen nach vorne gebracht. Und das müssen wir eigentlich wieder tun. Also diese vier Techniken wollte ich Ihnen nur mal vorzeigen, weil die bei uns geradezu zum Credo des Unbedingten gehören. Und sind ein Regel auf die Meinungsfreiheit, auf eine Meinungsfreiheit, die die Gesellschaft beansprucht und die die Gesellschaft momentan selber attackiert. Und das ist das, was mir Sorgen macht. Damit bin ich mit meiner Diagnose am Ende. Und ich habe schon gesagt, Therapie habe ich. Dankeschön. Ja. Ja, lieber Gerhard, das war ein Feuerwerk von Argumenten, auch in Gebieten, wo man es bislang nicht so verortet hat. Aber ein Jurist hat eben, wie Sie richtig betonen, die Außensicht und kann dadurch unvoreingenommener mit den Bedingungen anwenden. Wir haben jetzt etwas Zeit für die Diskussion. Ich möchte Sie bitten, sich zu melden. Und Sie konnten sich auch eigentlich hier. Ja, das war eine Perle, die ich im Wirtschaftsbeirat als Vortrag hier bekommen habe. Danke, dass Sie uns das in Worte fassen. Dass Sie uns das in Worte fassen, was eigentlich immer so in unserem, also nicht, ich kann nicht für alle sprechen, aber für mich sehr in meinem Geiste dahin wabbert, an Gefühlen und an Kritik an dem, was passiert. Eine Frage und eine Aufforderung habe ich. Die Frage ist, Sie halten den Vortrag bestimmt nicht zum ersten Mal. Wie wird er in den Medien, sofern der dort verbreitet wird, rezipiert? Und B, eine Aufforderung an den Wirtschaftsbeirat, solch eine Perle auch in Verbreitung zu bringen. Dass wir mit diesem Absender, den wir haben, wir sind oft Betroffene, aber dass wir daraus mehr machen, dass wir das auch kommunikativ verbreiten. Das verdient dieser Vortrag und ich glaube, dazu muss auch der Wirtschaftsbeirat genug Zivilcourage haben, dieses vorzunehmen, in aller unserer Sinne. Zweiten Teil, das ist ja gesichert, weil erstens wird diese Veranstaltung live übertragen und zweitens gibt es ein Video, das man sich später anschauen kann. Ja. Tausend.
Und zur Rezeption, bei denen ich habe Vorschläge gehalten bei den Medien, also vor den Intendanten und vor den Chefredakteuren der Nachrichtenredaktion der Hins. Da wird das dann eingefärbt mit dem, was die Medien machen. Da gehe ich speziell darauf ein. Da stößt das natürlich auch auf Kritik, aber die will man ja auch. Und ich glaube aber, also ich würde mal so sagen, ich werde ernst genommen, mehr will ich nicht. Dorothea Böhm, wir stehen praktisch in einem Dilemma. Wie Sie sehen, bin ich Moor. Das heißt, ich kämpfe für die Mooren und ich sehe es eigentlich andersrum. Jeden Moor, den man aus einer Straße entfernt, aus einem Hotel oder einer Apotheke, der wird runtergewürdigt, der darf nicht Moor sein, auch die Puppen nicht mehr und so weiter. Das mit dem sogenannten N-Wort sehe ich vielleicht was anders. Aber wem haben wir das zu verdanken? Wir haben das einmal zu verdanken der Sklavenbewegung Black Lives Matters. Ne? Da ging das los, das sind aber überhaupt nicht unseren Ursprungs. Und wir haben es zu verdanken der AfD, die immer sagt, das wird man doch mal sagen dürfen. Wie sehen Sie denn diesen Konflikt, dass die uns praktisch jedes Thema wegschnappen, was man vernünftig diskutieren kann, aber leider sind die Inhalte so AfD gefärbt inzwischen, dass man schon fast in eine falsche Richtung kommt. Ich meine, ich mit dem Moor nicht, ne? Also ich kann immer sagen, ich verteidige den und das wird auch mein nächstes Thema werden. Sie werden es in den Medien dann lesen. Ich werde für den Moor eintreten und die Wiedereinsetzung des Moors. Ja, das ist auch eine Frage der Gesprächskultur. Wir drücken uns manchmal vor inhaltlichen Auseinandersetzungen. Ich halte zum Beispiel diese Überlegungen zu der Brandmauer teilweise für falsch, also weil sie gerade die AfD angesprochen hat. Ist sicher richtig und das würde ich auch kräftig unterstützen. Brandmauer ja, wenn wir sagen, keine Programme, keine Koalitionen, keine politische Planung mit der AfD. Aber wenn in einem Stadtrat, in Dresden ist das gerade passiert, die Frage steht, wie eine Straße gebaut wird, dann muss man sich mit der Sache auseinandersetzen. Und da hätte ich keine Bedenken, sagen, gucken wir mal, wie die Abstimmung ausgeht. Das macht man auch sonst mit unterschiedlichen Mehrheiten. Und das Dritte ist, ich glaube, darauf sprachen Sie an, wir dürfen uns natürlich nicht bestimmte Themen wegnehmen lassen. Und gerade weil der vorherige Fragesteller sagte, wie es mit den Medien halte. Ich habe den Chefredakteuren vorgeworfen, ihr macht nur den Mainstream, ihr interessiert euch für anderes gar nicht, die Kritik kommt nicht. Aber so die Grundaussage, ich banalisiere und das jetzt mal etwas. Und dann ist einer aufgestanden, und zwar hier vom Bayerischen Rundfunk, und sagte, hier dürfen Sie nicht sagen Mainstream. Das ist genau die Diktion der AfD. Also jetzt stimmt es nicht. Kai Miefke und die Karl Mille, die Intendanten vom MDR, haben diese Begriffe zum Beispiel auch benutzt. Aber so ein Vorwurf, der sorgt dafür, dass bestimmte Themen gar nicht mehr behandelt werden. Dann überlassen wir sie einer anderen Partei und die machen ihr eigenes Thema und sagen, wie schön das alles ist, statt dass wir diskutieren. Also mir wäre wichtig, dass wir uns von diesen Leuten nicht die Themen wegnehmen lassen. Und wenn mir einer sagt, das ist aber das Argument der AfD, sagt, nee, das ist ein Argument, was ich für sachlich richtig halte. Und ob das die AfD benutzt oder andere, ist mir völlig egal. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Kimon Saubers, Professor Kirchhoff. Ich wohne in Brüssel, ich arbeite im Government Relations Bereich und deswegen habe ich eine besondere Sicht auf die Brüsseler Politik. Ich sehe, dass halt oft ein skandinavischer Ansatz, vor allem aus Schweden, wo dem Staat ja auch ein Erziehungsauftrag zugebilligt wird, ja auch in die Gesetze rüberschwappt. Also wir bekommen unterschwellig immer mehr Gesetze, wo es auch darum geht, die Leute zu schützen, die Leute in eine gewisse Richtung auch ein bisschen zu lenken. Und nicht zuletzt, ich bin großer Kritiker der Datenschutzgrundverordnung und jetzt auch des AI Act, wird ja Unternehmen zum Beispiel auch aufgetragen, Grundrechtsabwägungen hier vorzunehmen. Ne? Und das ist ja eigentlich alles so ein bisschen nicht wirklich das, wie wir die Rechtsordnung, so wie Sie sie zumindest
damals gelehrt haben, als ich noch bei Ihnen hören durfte, wie wir sie aufgestellt haben. Und da kommt auch über Brüssel oft sehr unreflektiert eine gewisse Tendenz rein, der wir uns, glaube ich, gar nicht so bewusst sind. Und meine Kritik geht auch im Mediensektor, den ich auch, in dem ich lange gearbeitet habe. Eigentlich gehen wir da schon ein bisschen auf eine Art Zensur zu, wenn man sich den Digital Services Act anschaut, wo, den Unternehmen schon das überlassen wird, wie sie das dann zensieren. Also wenn das können die ja machen. Und man erwartet aber schon gewisse Berichterstattung. Und das funktioniert ja alles immer so lange gut, solange die herrschende Kommissare aus den Ländern kommen, die wir als demokratisch betrachten. Aber das kann auch ganz schnell mal umschwuppen. Und dann stehen wir vielleicht auch ein bisschen anders da. Also man biegt sich hin, wie es einem gerade passt, aber das hat vielleicht keinen Bestandsschutz so. Weiß nicht, wie Sie das sehen. Also über Skandinavien, wie ich sage, da fehlt mir schlicht die Kompetenz. Bei der EU soll immer sehen, das sind nun sehr viele unterschiedliche Staaten, wo die Mentalitäten auch in den Rechtsordnungen unterschiedlich sind. Da würde ich große Rücksicht drauf nehmen. Und wenn Sie sagen, es gibt Staaten, da ist ein Erziehungsauftrag, es gibt Staaten, die sind näher an der Kirche zum Beispiel, andere sind ganz streng getrennt, so, das würde ich schon lassen. Also ich habe mich jetzt auf Deutschland deswegen konzentriert. Aber ich würde die EU zugutehalten, diese ganzen Acts, das sind erstmal tentative Bemühungen, in dieses Thema reinzukommen. Und da die EU keine eigene Verwaltung hat, ist es klar, dass sie das auf die Wirtschaftsunternehmen, das zum Binnenmarktdenken auch in diesem Bereich. Also das ist, ich würde fast sagen, eine natürliche Entwicklung, das ist eine konsequente Entwicklung. Und die muss wohl so vielfältig sein. Mehr kann ich Ihnen eigentlich dazu nicht sagen. Ich bin auf meine Beobachtung, Änderung der Gesprächskultur bezieht sich auf Deutschland und auf den deutschsprachigen Raum. Wie das in Spanien ist oder Italien. Wir haben es im Blick, wer das hier als erstes. Dankeschön. Ja, ich würde gerne auch nochmal auf Ihren Punkt zu sprechen kommen, dass Sie gesagt haben, dass sich der Staat eigentlich weitestgehend aus der Zensur raushält gegenüber der Gesellschaft und dass Sie die Gesellschaft selbst als treibende Kraft sehen. Offen gesprochen nehme ich das ein bisschen anders wahr, insbesondere auch, da die letzten Jahre sogenannte Vorfeldorganisationen der politischen Parteien sehr stark Einfluss genommen haben auf die Stimmungsmache bestimmter Themen, die in einer ganzheitlichen Transformation, zum Beispiel jetzt das Thema Energie oder eben auch die Meinungsbildung zum Ukraine-Konflikt angeführt werden. Und meines Erachtens hat das auch den Einfluss gefördert jetzt, dass sich Teile der Gesellschaft wehren. Die möchten das nicht, diese missionarische Bevormundung, wie Sie es genannt haben, eben von bestimmten Personen, Organisationen, die nicht direkt der Politik oder dem Staat zugeordnet werden können, weil sie Vorfeldorganisationen sind. Aber im Grunde genommen sind es doch eigentlich die Organisationen, die versuchen, das gesellschaftliche Meinungsbild aktiv zu verändern. Und was wir gesehen haben zuvor in den Grafiken, die Herr Professor Sinn vorgestellt hat, das beweist ja eigentlich, dass über 40% der Bevölkerung sich bevormundet fühlt. Also ich sehe da schon einen eindeutigen Zusammenhang, dass insbesondere jetzt eine kleinere Gruppe, die ich durchaus der Politik zuordnen würde und damit auch dem Staat für den Moment, Einfluss nimmt auf das Meinungsbild, auf das Denken, auf das Geschehen. Und zwar unter anderem auch genau mit den Dingen, die Sie vorgestellt haben, mit Framing, mit Political Culturing und solchen Dingen. Also einmal... Weil politische Parteien sind natürlich, welche die Politik machen sollen und auch Meinung kanalisieren und Meinung bilden sollen. Also darum finde ich das richtig, was die tun. Insoweit. Eine andere Frage ist das Politikverständnis vor allem der gewählten Abgeordneten. Ich kann es ganz banal sagen. Wir wählen die, damit die machen, was wir wollen. Und jetzt hat sich entwickelt ein Typ des Abgeordneten, der sagt, ich weiß, was gut ist fürs Volk und wir machen das. Und das ist eine Entwicklung, die die Bevölkerung sieht, wo sich bevormundet fühlt, zu Recht bevormundet fühlt.
Und da bin ich dann ganz bei Ihnen, würde sagen, da muss sich das politische Verständnis ändern. Die meinen, sie wissen, was richtig ist und denken sie jetzt gerade wieder an Klimaschutz, haben ja auch erhebliche Fehlschüsse getan, die dann nachher zwar nicht so offen begründet werden, aber die eigentlich dazu bewegen sollte, mal nachzudenken. Ja, vielen Dank. Sehr guter Vortrag. Ich habe eine kurze Frage oder kurzen Gedanken dazu. Wir haben ja jetzt auch, was wir schon in Fragen gehört haben, es hat sehr viel Subjektivität. Man hat so das Gefühl, dass es so ist. Man hat das Gefühl, dass man weniger sagen kann. Man hat das Gefühl, dass es Vorfeldorganisationen sind oder auch nicht. Mich würde interessieren, wie kann man das ein bisschen objektivieren? Nicht, dass wir irgendwie in 10 Jahren aufwachen und sagen, hups, ist plötzlich alles ganz anders geworden, wie wir es eigentlich wollten. Also was sind Ihre Ideen, wie wir das ein bisschen objektivieren können, im Sinne von, dass wir zur besten Lösung kommen, auch in dem Bereich, und dass aus dieser subjektiven Wahrnehmung und dem Kampf der Einzelargumente und der einzelnen Erzählungen oder Narrative auf eher eine gesellschaftliche Entwicklung kommt, dass wir da irgendwie nachjustieren können? Also, Sie wollen doch eine Therapie von mir hören, die ich verweigere. Also, es bleibt der Appell an die Zivilcourage. Ich kann nur sagen, das ist, muss aus der Gesellschaft kommen. Das heißt, man muss sich dem stellen. Und man muss es dort packen, wo es geäußert wird. Das ist für die Journalisten eine besondere Verantwortung, dass sie nicht im Mainstream mitschwimmen, sondern woher bestimmte meint, dass sie sich nicht in Organisationen zusammenschließen, die sagen, wir haben ein bestimmtes Weltbild und dafür reiten wir jetzt los und geben sich nach Post als unabhängige Journalistin und sonst. Appell an Sie, wenn sowas kommt, bis hin zu der Frage, am Anfang, ich weiß das Beispiel, mit dem Vegetarier, nicht, wenn Sie einen anspricht, warum ist nicht Fleisch? Ich will dann zurückfragen, warum fragen Sie das, muss ich mich dafür rechtfertigen, halten Sie das für richtig? Dass man mal das Problem darstellt, weil das gar nicht erkannt wird. Oder wenn jemand voll in Political Correctness ist, das mal zu befragen, was denn da eigentlich ist. Denn das wird ja vorgetragen mit gutem Gewissen, nicht im Glauben, dass das richtig ist. Also der politische Missionar, der ist ideologisch ganz ähnlich. Der meint, das ist richtig, was er tut. Nur das ist eben das Problem. Ja, es war in der Tat jetzt keine Therapie. Wir wissen jetzt nicht, was wir damit machen sollen. Also, ist denn nicht, Sie haben das Thema der Pressefreiheit angesprochen, das ist ja nun zu Recht ein wichtiges Buch. Aber ist es nicht so, dass wir so bei der Meinungsbildung 3 große Pole haben? Wir haben einmal die Politik, die ihre Meinung entwickelt, dann haben wir die Medien und dann haben wir das Volk. Und gut, die ersten beiden Gruppen sitzen in Berlin und reden miteinander. Es ist, empfinde ich häufig, ehrlich gesagt, so als Münchner, als Echokammer. Ja? Und anderswo denkt man ganz anders. Nehmen Sie das Verbrennerverbot, das Sie angesprochen haben, da sind die Leute doch offenkundig nicht einverstanden, aber die Medien waren einverstanden. Und die Politik wollte das auch. Die haben sich gegenseitig bestärkt. Und ein Politiker, der gesagt hat, ich will das, wusste, dass er die Medien auf seiner Seite hatte. Die Medien haben für die Begleitmusik gesorgt, dass dann auch zunächst in der Öffentlichkeit da Zustimmung war, bevor man überhaupt begriffen hat, was das bedeutet. Das haben die Leute ja später bedeutet. Und dann stellte man fest, aha, der berühmte Stammtisch oder ganz normale Leute, die schütteln nur mit dem Kopf bezüglich dessen, was da beschlossen wird. Da gibt es doch offenbar ein Problem. Sie haben keine Lösung, ich habe natürlich auch keine Lösung, aber ein Störgefühl empfindet man das. Man ist aber nicht hilflos. Also gerade, jetzt nehmen wir das Beispiel so weiter, ein anderes Ding. Im Volk hat sich gleich die Bemerkung herausgestellt, das ist so richtig nicht. Also wenn wir nur auf E-Mobilität setzen. Und dann waren die Medien und die Politik immer tapfer in diese Richtung und nur das. Und dann holt die Realität ein und dann sehen sie auch plötzlich, dass die Bevölkerung anders denkt. Und da reagieren die schon drauf. Ich möchte ein anderes Beispiel nennen. Seit Ukraine. Bundeswehr hat früher kein Motiv. Wofür sind das nicht? Was heißt, die Bevölkerung reagiert? Die ganzen Beschlüsse auf EU-Ebene sind doch schon getroffen worden. Ja. Bevor die Bevölkerung überhaupt wusste, um was es hier geht. Die sind getroffen worden. Wie immer bei der EU, schnell getroffen. Dann mal gucken, ob sich einer rührt. Und dann bemerkt man erst nachher das Problem. Aber also, ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen. Ich kann auch nicht Glaskugeln gucken. Aber
Aber ich würde mich wie eine Flasche Champagner wetten, dass es für meine Brüssel. Ich nehme die Bitte an. Weil wir das dem Champagner wert wären. Ich wollte aber nur sagen, da wird ja schon geguckt, auch in Umfragen teilweise geradezu ängstlich, was passiert und wie denken die und so. Und ich glaube, da hört man schon drauf. Wir werden das auch bei den Renten das Problem kriegen und das Großproblem Wohnung und Ähnliches. Die Presse will das Wohnungsthema nicht, höchstens als Thema der Wirtschaft, ob es Wohnungen gut geht oder nicht. Und das ist natürlich das Hauptthema. Das kommt irgendwann die Wucht, da muss die Politik ran und da wird sich Volkes Stimme, wenn ich das jetzt sagen darf, auch erheben. Ich glaube schon, ich habe keine Therapievorschläge, aber es gibt eine Stimmung in der Bevölkerung, die sich durchsetzt. Oder nehmen Sie das Beispiel Gender. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das nicht durchsetzen wird, weil man so nicht reden kann. Das kann man Schriftsprache, aber mit diesem Schuck auf und das geht nicht. Und das wird sich einfach durchsetzen, weil das Volk so redet, wie es gewohnt ist, ob es heißt mit oder ohne Dialekt. Und das ist ein Strohfeuer, was da jetzt gesendet hat. Also da ist schon ein demokratisches Element, was sich durchsetzt. Aber vielleicht bin ich Optimist. So, jetzt die Dame da hinten. Wir haben jetzt erstmal. Achso, naja, aber dann kommen Sie als nächstes. Ja, Sie haben sich in Ihrem bemerklich bemerkenswerten Vortrag, was den normativen Teil angeht, auf den deutschen Rechtsraum oder den europäischen Rechtsraum bezogen. Wir haben jetzt erlebt in den vergangenen Jahrzehnten, dass viele gesellschaftliche Entwicklungen aus dem angloamerikanischen Raum beeinflusst wurden. Da könnte man jetzt beliebig viele Beispiele aufzählen. Mir geht es um den Umgang mit Fakten, mit Wahrheit, wenn ich an den Ex-Präsidenten denke und wie man damit umgeht, wie bedenkenlos man mit der Wahrheit umgeht, frage ich mich, teilen Sie meine Sorge, dass uns das auch, dass das auch zu uns rüberschwappen könnte und das heute beleuchtete Thema in negativer Weise beeinflusst? Also ich glaube, in Europa, auch in Deutschland, hat man über Jahrhunderte lang so viele Probleme gehabt, die wir auch teilweise kriegerisch ausgetragen haben, mit anderen Meinungen, mit Ansprüchen, auch mit Wahrheit, Religionskriege, dass wir da aus geschichtlicher Erfahrung ein bisschen vorsichtiger und differenzierter sind. Aber das ist so die Aussicht eines, der die amerikanischen Verhältnisse nicht so intim kennt, dass ich das jetzt so gegenüberstellen könnte. Ich glaube, das geht hier ein bisschen differenziert. Sie sehen es ja auch, wenn wir illiberale Demokratien auch als Mitgliedstaaten haben, wie sich die Bevölkerung doch da sehr schnell zu einstellt, was sie wollen, was sie nicht wollen, auch in dem jeweiligen Land. Also ich glaube, Europa, die Bevölkerung ist ein bisschen differenzierter im Denken. Ist mein Eindruck. Wenn Sie aufstehen, ja, okay, ich glaube, es ist vieles jetzt gesagt worden, mit dem ich total d'accord gehe, sonst, aber nicht mit allem. Und zwar denke ich anfangs nach dem Schock nach dem Nationalsozialismus ist es doch so, dass uns der nachfolgenden Generation, da gehöre ich ja auch dazu, regelrecht eingeimpft worden, diese Schuldgefühle. Und dass nie unser Bildungssystem, und das wäre Schule, Hochschule und so weiter, und in der Erziehung hinterfragt worden ist oder erklärt worden ist, warum, weshalb, wieso. Und daraus resultiert doch diese Differenzierungen, dass jeder glaubt, er hat Recht. Und wenn ich dann frage, hast du das jemals hinterfragt, was du da jetzt sagst, ist das, nein, das ist dann, wie Sie sagen, Mainstream, die Leute sagen das alle und dann sage ich das auch. Ich denke, das gehört in unser Bildungssystem, in unser Schulsystem mit rein,
dass alle diese Fragen auch hinterfragt werden und diskutiert werden und in der Erziehung auch vollzogen werden, weil wir haben immer noch das Schuldgefühl. Egal, wenn es irgendwas ist, wir haben Schuld. Das ist doch in jeder, ich weiß nicht, wie Sie darüber denken. Wir haben ja das Wokeness und Political Correctness, das kommt ja alles aus Amerika. Wir haben ja diese Problematik da nicht im Hintergrund. Wollen Sie, Herr Schneider? Dort bitte. Ja, also ich bin zurück. Ja. Herr Kirchhoff, ich nehme aus dem Vortrag von Ihnen heute für mich als Erkenntnis mit, die ich voll teile, dass das Hauptproblem des Themas in der Gesellschaft selbst liegt. Das so herausgearbeitet zu haben, fand ich toll. Trotzdem meine ich, dass man auch in dem vom Staat beeinflussten Bereich noch ein bisschen genauer hinschauen muss. Mich hat sehr alarmiert das Beispiel, das Sie genannt haben, mit Portalen, die das Denunzieren fördern. Das war mir gar nicht bewusst, dass sowas auch staatliche Veranstaltungen sein können. Und das sollte man in aller Schärfe angehen. Ein zweites Thema ist vor kurzem letztlich im Zusammenhang mit dem Thema Antisemitismus nach dem 7. Oktober hochgekommen, dass zum Beispiel die Staatsministerin für Kultur in Berlin Förderregelungen für Subventionierungen im Kunstbereich vorgelegt hat, die definieren, was Antisemitismus ist. Das wurde ja dann auch wieder zurückgenommen. Aber das ist ja einer der schwierigsten Bereiche, bei dem sich viele Menschen auch in der gesellschaftlichen Diskussion unwohl fühlen. Wie darf man kritisieren, wie die Regierung Netanyahu sich im Moment gerade verhält, ohne in Verdacht zu geraten, dass man in der Frage der Einstellung gegenüber der israelischen und der jüdischen Bevölkerung, ob man da korrekt ist? Das sind, da kann man keine allgemeine Leitlinie, Sie müssen der Politik zugestehen, dass sie versucht, da eine Grenze zu finden, auch das, was auf der Dokumentia in Kassel passiert ist. Und so. Das sind so Konfliktthemen, die sind klein, aber brisant. Meine Aussage war, dass der Staat sich im Grunde genommen in diesem Bereich, also was die Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit, das war, ist vielleicht noch ein bisschen diffiziler, dass er sich da weitgehend raushält. Und ich finde es gut, dass er da sozusagen seine demokratische Lektion gelernt hat über 200 Jahre. Bleib draußen, du tust nichts. Und darum war es für mich, jetzt im negativen Sinne mal faszinierend zu entdecken, wenn der es nicht tut, macht es die Gesellschaft selber. Das ist das Problem. Und ich denke, wir sollten, haben Sie, also eine letzte, ja, Kerstin, dann jetzt, noch zwei, ja gut, also, das sind dann aber die zwei letzten. Ich habe nur eine kurze Frage, und zwar, wie interpretieren Sie das Demokratieförderungsgesetz, das aktuell eben diskutiert wird hier oder in Vorbereitung ist, die Verteilung von ca. 200 Millionen an sogenannte NGOs, und wie würden Sie das konkret interpretieren? Im Volksmund sagt man Maulkorb-Erlass. Ist das so zu sehen oder... Sich inkompetent und das zu hören. Maulkorb-Erlass wäre sicherlich der richtige Begriff dafür. Es ist die Frage, ob der Staat, wenn er selber nicht Meinung machen darf, ob er dann fremde Meinungen, die er will, finanzieren darf. Und da habe ich mein Problem, dass er das. Also, wenn wir bestimmte Organisationen, die gemeinnützig sind und deshalb Steuererleichterungen haben, ist das sicher richtig. Aber das muss sozusagen abstrakt festgelegt werden. Wenn ich aber bestimmte Organisationen gezielt finanziere, die auch wohl in der Rechtschaftswegung, so habe ich es der Zeit entnommen, sagen wir mal, ein bisschen großzügig sind, dann sieht das sehr danach aus, dass die Politik ihre Truppen losschickt. Und das missfällt mir an dem Demokratieförderungsgesetz. Also ich möchte nicht, dass der Staat bestimmte Meinungen subventioniert. Das ist genauso, wie wenn er selbst... Jetzt die letzte Frage. Letzte Frage, ja. Die Väter und auch die Mütter des Grundgesetzes haben ja den Volksentscheid oder das Volksbegehren auf Bundesebene ausgeschlossen. Wäre es jetzt im Rahmen der
geschichtlichen Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland nicht notwendig, auch jetzt ein Bürgerbegehren auf Bundesebene einzuführen? Also, hier treffen Sie auf einen Fan der direkten Demokratie. Das wusste ich. Aber das ist ein völlig neues Töpfchen, was wir da aufhören. Darum kann ich nur ganz kurz sagen, wenn Sie direkte Demokratie verstehen, wir müssen zu allen Bürger befragen. So geht das nicht. Also der Teufel steckt im Detail. Was mir vorschweben würde, aber ich möchte es darauf belassen, ganz kurz sagen, was mir vorschweben würde, wäre eine Referendumsdemokratie, zum Beispiel bei Verfassungsänderungen, vielleicht auch bei Schuldenaufnahmen, dann würden wir nämlich die Professionalität der Berufspolitiker des Parlaments verbinden mit der unmittelbaren demokratischen Legitimation des Volkes. Also immer due conformis. Es wird meinetwegen die Verfassung geändert, dem muss das Volk zustimmen. Hamburg übrigens, in Hessen ist das zum Beispiel so. Das wäre mein Modell, wo wir auch Staat und Bevölkerung wieder vom Selbstbewusstsein, vom Selbstverständnis näher heranführen. Aber ist ein ganz neues Thema. Halte ich gerne noch mal vor. Vielen Dank für das Angebot. Das nehmen wir gerne an. Ja, toller Vortrag, der spricht, glaube ich, vielen hier aus dem Herzen. Man hat so ein undifferenziertes Störgefühl, wie ja diese Statistik das gezeigt hat. Es haben eben noch sehr viele in diesem Land. Mehr sind der Meinung, dass sie ihre Meinung nicht mehr sagen können, als dass sie sie sagen können. Das ist doch... Das ist eine Störung. Das ist jetzt nicht meine Meinung. Das sind empirische Fakten, die ich hier dargestellt habe. Und wir haben heute da sehr viel Fleisch bekommen zur Erklärung dessen, was da gewesen ist. Wir haben Missstände in dieser Gesellschaft. Und diese Missstände liegen vor allem im Bereich der Kommunikation innerhalb der Gesellschaft, weniger in der Art, wie der Staat Leute gängelt. Da gibt es kleine Probleme, aber da haben wir ja den Rechtsschutz, der uns hier Sicherheit verschafft. Aber diese neue Welt der Internetmedien ermöglicht es bestimmten Gruppierungen, ihre eigenen Vorstellungen paternalistisch den anderen aufzuzwingen und ihnen vorzuschreiben, wie sie reden sollen. Das ist etwas, was der Wissenschaft total zuwider ist. Mir ist es auch immer total zuwider gewesen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich meinen Mund nicht aufmachen darf und nicht so wissenschaftlich argumentieren darf, wie ich es für richtig halte. Ich bin also sehr dankbar, dass ich jetzt ein stärkeres Gedankengerüst hier objektiver Art bekommen habe, um diese diffusen Gefühle für einen Laien, wie ich es bin, auf diesem Mediensektor verständlich zu machen und zu analysieren. Wir müssen das Thema weiter diskutieren. Ich danke Ihnen nochmal sehr, sehr herzlich, Herr Kirchhoff, dass Sie zu uns gekommen sind mit diesem fulminanten, für alle klaren und einsichtigen Vortrag.